Hallo zusammen, ich bin Klaus. Heute stelle ich euch das neue Grafiktablet Deco Pro der Generation 2 vor. Es wurde von XP-Pen entwickelt. Diese Neuentwicklung ist ein großer Schritt nach vorne und bietet mit dem neu entwickelten Stift X3 Pro Smart Chip eine Weltneuheit mit 16.000 Druckstufen. Sehen wir es uns mal im Detail an. Mir liegt hier das größte der drei Modelle dieser Serie vor. Das Deco Pro XLW, dessen Zeichenfläche etwa einem 17-Zoll Monitor entspricht. Darüber hinaus wird das Modell LW mit einer 13-Zoll und das MW mit knapp 11-Zoll Zeichenfläche angeboten. Alle drei sind noch bis zum 26. Dezember im Weihnachtsangebot günstig zu haben. Darüber hinaus könnt ihr meinen Rabattcode für weitere Ersparnisse einsetzen. Links und Code findet ihr in der Videobeschreibung. Zurück zum Modell XLW, diesem Riesentablet, das mir von XP-Pen zu Testzwecken zur Verfügung gestellt wurde. Es ist eines der größten auf dem Markt erhältlichen Grafiktablets. Seine schiere Größe kommt vor allem in der Praxis zur Geltung, da die aktive Zeichenfläche fast die gesamte Oberfläche ausmacht. Sonst übliche Tasten für Tastatur-Shortcuts, die meist auf der linken Seite eines Tablets zu finden sind, wurden ausgelagert. Im Lieferumfang dieses großen Modells ist eine Fernbedienung enthalten, die mit Tastaturbefehlen belegt werden kann. Bei kleineren Modellen liegt dieses Remote Pad nicht bei, kann aber zu einem recht günstigen Preis separat gekauft werden. Was bei allen Modellen mitgeliefert wird, sind zwei Kabel, USB-A und USB-C, zum Laden oder zur Direktverbindung, falls Bluetooth nicht möglich ist. Und natürlich der Stift, ohne den ein Grafiktablett nicht funktioniert. Acht Ersatzspitzen. Vier harte, vier weiche Filzspitzen sind dabei. Das Stift-Etui, das sowohl den Stift, seine Ersatzspitzen als auch einen Bluetooth-Empfänger enthält, mit dem die kabellose Shortcut-Fernbedienung verbunden werden kann. Dies ebenfalls nur, falls Bluetooth nicht zur Verfügung steht. Es wurde also an alles gedacht. Und zu guter Letzt ein Handschuh. Er macht das Zeichnen komfortabler. Man verschmiert die Zeichenoberfläche nicht so schnell und die Zeichenhand gleitet leicht über die Oberfläche. Bevor ich das Deco Pro testen durfte, habe ich mit einem mittelgroßen Wacom Intuos Pro gearbeitet. Musste dafür im Jahr 2014 bereits über $300 auf den Tisch legen. Abseits von Sonderangeboten kostet es heute knapp 380 Euro. Eine ganze Menge Geld. Diese Preise, die halten ja so manchen Hobbyzeichner oder Fotografen vom Erwerb eines Tablets ab. Das etwa gleich große Deco Pro LW, das mittelgroße Modell der zweiten Generation, ist regulär für knapp 180 Euro, bis zum 26. Dezember für knapp 157 Euro zu haben. Für mich persönlich liegt das dann schon eher in einer Preisregion, die meinen Blutdruck bei der Bestellung nicht wesentlich erhöht. Für viele Zeichner und Fotografen ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung, sich nun doch ein Grafiktablet zuzulegen. Wenn's denn auch was taugt. Und die Herstellerbedingungen auch akzeptabel sind. XP-Pen liefert kostenlos nach Deutschland, Österreich und die Niederlande.
XP Pen garantiert bei Nichtgefallen ein 30-tägiges Rückgaberecht für unbenutzte und unbeschädigte Tablets. Für Bestellungen, die bis zum 25. Dezember getätigt wurden, beträgt der Rückgabezeitraum sogar 50 Tage nach Lieferung. Bei einem Defekt gibt es eine 2-jährige Rücknahmegarantie, bei der das defekte Gerät gegen ein neues ausgetauscht wird. Im Lieferumfang jedes XP Pen Tablets ist eine Software enthalten. Es kann unter verschiedenen Anwendungen gewählt werden. Ich habe mir das Programm ArtRage 6 ausgesucht. Ein digitales Künstlerstudio, das sonst 59 Euro kosten würde. Rein technisch betrachtet übertrifft das Deco Pro Generation 2 den marktüblichen Standard bei den Druckstufen des Stiftes um 100%. Der X3 Pro Smart Chip Pen, welch Begriff, erwartet mit 16.000 Druckstufen auf, die für eine flüssige, ruckelfreie Linienführung sorgen. Der sonst übliche Wert liegt bei 8.000 Druckstufen. Das Tablet hat eine seidenweich matte, papierähnliche Oberfläche, die an der Vorderseite nach unten gewölbt ist, um der zeichnenden Hand eine ergonomisch geformte, ermüdungsfreie Auflage zu bieten. Ich habe gemerkt, dass das nicht nur im Querformat des Tablets funktioniert. Drehe ich es ins Hochformat, habe ich meine Zeichenhand ebenso auf der rechten Seite und somit immer noch über dieser ergonomischen Handauflage. Die Oberfläche ragt an den Seiten etwas über den Geräteunterbau hinaus. Das macht ein Hochnehmen und Drehen des Tablets einfach. Dieser Unterbau ist aus Metall und mit 6 großen Gummifüßen bestückt, die nicht aufgeklebt sind. Eigentlich sind das schon eher Gummistiefel. Sie sind mit dem Inneren des Unterbaus fest verbunden. So kann das nicht vorkommen, was mir bei anderen Geräten ständig passiert, dass sich die Gummifüße von der Klebeunterlage lösen. Den einen Ausschalter, den finden wir an der rechten Rückseite. 3 Sekunden gedrückt halten, schalte das Tablet ein. Hat es bereits eine aktive Kopplung mit dem Computer, leuchtet die LED in der Mitte blau. Bei längerer Inaktivität schaltet es sich aus, um Batterie zu sparen. Blinkt die LED blau, wartet sie auf eine Bluetooth-Verbindung. Blinkt sie sehr schnell, ist das Gerät im Pairing-Modus, in dem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann. Das ist ganz einfach nach dem Einschalten des Gerätes durch 6-sekündiges Drücken des Einschaltknopfs zu erreichen. Es können bis zu 2 Computer per Bluetooth verbunden werden, zum Beispiel Notebook und großer Monitor. Der Umschalter zwischen Gerät 1 und 2 befindet sich neben der Einschalttaste an der Rückseite. Die Rückseite bietet auch den USB-C-Anschluss zum Laden der Batterie, die in vollgeladenem Zustand etwa 10 Stunden durchhält. Diese Buchse dient auch der Kabelverbindung zum Computer, falls dieser keine Bluetooth-Funktion bietet. Während des Ladevorgangs leuchtet diese LED dann rot. Blinkt sie mal rot, signalisiert sie einen Batteriestand unter 20%. Zeit, das Kabel zum Laden einzustecken. Per Kabel lässt sich das Tablet mit Windows 7, macOS 10.10, Android 10.0, Chrome OS 88, Harmony OS und mit Linux-Rechnern verbinden. Kabellos geht es per Bluetooth 5 ab Windows 10, Mac 10.10 und Linux. Unter gewissen Umständen lässt sich das Tablet auch mit iOS und iPad OS drahtlos verbinden, um mit den Anwendungen Medibang oder Ibis Paint zu arbeiten. Näheres kann ich euch leider nicht dazu sagen, da ich weder iPhone noch iPad besitze. Das Deco Pro Handbuch enthält ausführliche Anweisungen dazu. Die Shortcut-Fernbedienung kann ebenfalls per Kabel ab
Windows 7, ab macOS 10.10 und Linux verbunden werden. Bluetooth geht ab Windows 10 und macOS 10.10. Scheidet Bluetooth aus, dann gibt es für die Fernbedienung noch diesen Bluetooth-Dongle, der in die USB-A-Buchse des Rechners gesteckt wird und eine drahtlose Verbindung zur Fernbedienung herstellt. Die Treibersoftware, die auf der XP-Pen-Website zur Verfügung steht, ist verfügbar für macOS, Windows, Android und für viele Linux-Distributionen. Auf der gleichen Seite gibt es auch das deutschsprachige Online-Handbuch. Es kann auch als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Es kann auf einem Gerät immer nur ein Grafiktablet-Treiber funktionieren. Vor der Installation des XP-Pen-Treibers müssen also eventuell vorhandene andere Tablet-Treiber deinstalliert werden. Das ist keine Eigenheit von XP-Pen, das ist bei allen Grafiktablets oder Displays so. Es ist möglich, dass die Software-Oberfläche für Mac und Linux etwas anders aussieht als bei mir. Die Grundfunktionen werden aber die gleichen sein. Ich werde hier ganz bewusst nicht auf jede Einzelheit der Treibereinstellungen eingehen, sonst dauert diese Review ein paar Stunden. Die Möglichkeiten, das Tablet und die Fernbedienung individuell zu konfigurieren, sind fast unerschöpflich. Wir sehen hier die Einstellung für unseren Bildschirm. Hier legen wir fest, welcher Bereich des Tablets wo auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Wir legen fest, welchen Anteil der Zeichenfläche wir benutzen wollen, die ganze Fläche oder einen Teilbereich. Vielleicht den Bereich, der dem verbundenen Monitor entspricht. Mein Monitor hat zum Beispiel ein Seitenverhältnis von 21 zu 9. Der Zeichenbereich dieses XLW-Tablets hat das Seitenverhältnis 15 zu 9. Wir können also entweder die Zeichenfläche dem Monitor anpassen, was ich für eine Verschwendung an Zeichenfläche betrachte. Ihr seht hier oben und hier unten wird etwas abgeschnitten. Das ist dann der inaktive Zeichenbereich, nur um ein 21 zu 9 Format benutzen zu können. Besser wäre es, die Zeichenfläche des Tablets ganz auszunutzen und die Wiedergabe auf dem Monitor entsprechend anzupassen. Das können wir dann entweder mit einer Bildschirmmarkierung machen, ist ein bisschen hakelig, weil dann mit der Maus etwas gezogen wird, oder individuell anpassen. Der Bildschirm ist immer noch 1080 hoch und da das Tablet das Seitenverhältnis 15 zu 9 hat, nehme ich hier 1800 in der Breite und 1080 in der Höhe. Das entspricht dem Bildverhältnis 15 zu 9. Jetzt haben wir den gesamten aktiven Bereich des Tablets dargestellt im gleichen Format auf unserem Bildschirm. Machen wir das nicht, lassen wir auf dem Bildschirm die 21 zu 9, dann wird ein auf dem Tablet gezeichneter Kreis auf dem Bildschirm oval erscheinen. In den Stifteinstellungen konfigurieren wir den Stift. Auch dessen Tasten sind individuell belegbar. Der Zeichenschriftdruck ist stufenlos anpassbar und legt fest, wie stark wir aufdrücken müssen, um auf die 16.000. Druckstufe zu kommen. Hier unten wird der aktuelle Druck angezeigt in dem Augenblick, in dem ich mit dem Stift auf das Tablet drücke. Voreingestellt ist der mittelgroße Bereich. Jetzt wäre es sehr leicht und hier oben ganz hart, da muss ich schon extrem drücken, um auf die höchste Stufe zu kommen. Ich drücke hier mal auf Standard und stelle es zurück. Wir können den Mausmodus einstellen und die Geschwindigkeit, mit der sich die Maus auf dem Monitor bewegt, wollen wir
die Stiftdruckerkennung aktivieren, müssen wir unter Windows nicht den Mausmodus, sondern Windows Ink einstellen. Schalten wir das Keypad ein, können wir hier oben zu den Einstellungen des Keypads wechseln. 10 Tasten und lassen sich individuell mit x beliebigen Tastaturkombinationen belegen. Hier sehen wir verschiedene Optionen, die auch kombiniert werden können. Wir können Programme ausführen und dieser ganzen Sache einen individuellen Namen vergeben. Und das Ganze geht insgesamt in 4 Bereichen, die wir zusätzlich zum Bereich 1 separat aktivieren können. Dabei ist die Taste K1 in jedem Bereich zum Umschalten zwischen den Bereichen 1 und 4 vorgesehen. Besonders interessant finde ich unter Sonstige den Präzisionsmodus. Der Arbeitsbereich wird dadurch auf einen kleinen Bereich begrenzt. Mit dieser Funktion lässt sich in diesem vergrößerten Bereich viel genauer zeichnen. Wer nun alle diese 4 Bereiche mit seinen individuellen Tastenkombinationen versehen hat, hat 2 Probleme. Erstens sollte er nicht unbedacht auf Standard klicken, sonst ist wirklich endgültig alles weg. In diesem Fall wäre es hilfreich, wenn man schon vorher die Möglichkeit genutzt hat, die Einstellungen zu exportieren. Dann importieren wir im Notfall die zuletzt gespeicherten Werte und müssen mit unseren Einstellungen nicht wieder bei Adam und Eva anfangen. Zweitens, man sollte in der Lage sein, sich diese 36 Shortcuts zu merken. Ich schaffe es gerade noch, mir die 9 Shortcuts zu merken im ersten Bereich. Nun bietet XP Pen auf seiner Website schöne bunte Aufkleber für die Tasten an, sodass man sich besser zurechtfindet. Aber auch die Aufkleber ändern sich ja nicht, würde man die Bereiche wechseln. Um unsere Denkfähigkeit nun komplett auf die Probe zu stellen, lassen sich in der oberen Leiste Anwendungen hinzufügen. Entweder ihr wählt etwas aus den vorgegebenen oder ihr durchsucht euren Rechner nach dem Programm, mit dem ihr normalerweise arbeitet. Für jede dieser Anwendungen lassen sich unterschiedliche Tastenkombinationen programmieren. Dabei denke ich daran, dass fast alle mir bekannten Programme den Shortcut STRG+Z für den Rückgängigbefehl nutzen. Der Befehl für das Wiederholen jedoch liegt bei einigen Programmen auf STRG+Y, bei anderen auf STRG+SHIFT+Z, in Photoshop sogar STRG+ALT+Z. Dafür kann die programmspezifische Programmierung der Tasten sehr nützlich sein. Sobald das Tablet ein programmiertes, geöffnetes Programm erkennt, werden die dazu passenden Shortcuts automatisch aktiviert. Haben wir also für rückgängig K8 belegt und für Wiederholen die Taste K4, wird beim Druck auf K4, egal ob Photoshop oder irgendein anderes Programm, der jeweils für das Programm gültige Shortcut benutzt. Denke ich dann an zum Beispiel 3 hinzugefügte Anwendungen, bei denen insgesamt jeweils 36 Tastenkombinationen festgelegt wurden, dann weiß ich ganz genau, dass ich keine Ahnung mehr habe, welcher dieser insgesamt 108 Shortcuts wo liegt. Ich habe mich in den letzten Tagen, seitdem ich dieses Tablet teste, an die 10 Shortcuts gewöhnt, die ich den Tasten zugewiesen habe. Letztendlich wollen wir das Deco Pro Generation 2 mit einem Anwenderprogramm benutzen. An dieser Stelle scheiden sich die Geister. Zeichner werden andere Anwendungen bevorzugen als Fotografen. Für Zeichner und Grafikkünstler kommen Programme in Frage wie Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Affinity Designer, Clip Studio Paint, GIMP, Krita und viele, viele mehr.
immer davon abhängig, ob ein Zeichner lieber auf Pixel- oder auf Vektorbasis arbeitet. Unter den Zeichenanwendungen, die XP Pen auf seiner Website anbietet, darf sich der Käufer eine Anwendung aussuchen, die ihm entweder als Testversion oder auch komplett kostenlos zur Verfügung steht. Die Auswahl bietet Toonboom mit einer 45-Tage-Testversion, Explain Everything mit einer 90-Tage-Testversion, ArtRage Lite und ArtRage 6 als kostenlose Lifetime-Lizenz. Ebenso Open Canvas, allerdings nicht für den Mac. Sehen wir uns ArtRage 6 kurz an, das ich auf meinem PC installiert habe. ArtRage 6 ist vielfältig konfigurierbar. Wir können mit Ebenen arbeiten, wir können abbausen, Reißmuster, wir können die Farben, die Helligkeit, die einzelnen Farben und deren Kombinationen auswählen, ob metallisch oder nicht. Wir haben eine Vielzahl von Pinseln, die wir auswählen können, von denen ich jetzt gerade mal einige wenige ausprobiere. Ihr seht, der Stiftdruck beginnt praktisch bei 0 oder bei 1, steigert sich, wenn ich fester aufdrücke, und geht beim Abheben wieder nach unten. Ich habe hier ein bisschen spontan abgehoben. Nehmen wir zum Beispiel, was haben wir? Glitter. Das klingt ja spannend. Die Farbtube. Nun wechsle ich mal die Farbe. Und was nehmen wir jetzt? Das Sticker Spray. Wer es mag. Die Wasserfarben. Und die Farbrolle. Ich bin Fotograf. Das Zeichnen, das lasse ich lieber sein, wenn ich mich nicht blamieren will. Für Fotografen kommen nur pixelbasierte Anwendungen in Frage. Ebenfalls Photoshop, der Alleskönner. Lightroom, DxO Photolab, OnOne Photo Raw, Luminar Neo, Affinity Photo, um auch hier nur einige der möglichen zu nennen. Unter den kostenlosen Anwendungen sind Darktable, Paint.net und GIMP. Letzteres am besten in Verbindung mit GIMP Paint Studio, eine ebenfalls kostenfreie Ergänzung zu GIMP. Die Auswahl ist riesig. Wenn ihr im Web nach Software für Grafiktablets oder Zeichensoftware sucht, werdet ihr stundenlang beschäftigt sein. Alle möglichen, nur denkbaren Anwendungen, die es gestatten, einen Strich mit dem Mauszeiger zu ziehen, kommen in Frage. Einschränkungen müssen je nach Software beim Komfort gemacht werden. So wird zum Beispiel die Erkennung des Stiftdrucks nicht immer unterstützt. Das bedeutet, dass wir in diesem Fall die Breite, die Form und die Transparenz einer Linienführung softwaremäßig einstellen. Diese Werte werden dann nicht durch den Druck des Stiftes veränderbar sein. Die bekanntesten Anwendungen für Fotografen und Zeichner kommen von Adobe, Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere. Ja, auch für Videoschnittprogramme lässt sich das Tablet einsetzen. Da Adobe allerdings eng mit dem Marktführer Wacom zusammenarbeitet, werden bei Adobe ausschließlich Wacom-Tablets zu 100% unterstützt. Das gleiche gilt auch für so manch andere Bildbearbeitungssoftware. Allerdings unterstützt Adobe Photoshop nach meiner persönlichen Erfahrung sehr wohl die Stiftdruckerkennung. Sehen wir es uns kurz an. Obwohl Adobe sagt, dass es nur Wacom-Tablets unterstützt, habe ich kein Problem mit dem Stift in Adobe Photoshop auf dem X-Pen Deco Pro Generation 2 zu zeichnen. Das war jetzt der Stiftdruck auf Deckung. Je nachdem, welchen Button ich hier aktiviere, kann ich das Ganze in der Größe steuern. Ihr merkt, zeichnen kann ich nicht, aber ich gebe mir Mühe. Das klappt genauso gut mit verschiedenen Aquarellpinseln wie mit Spezialpinseln, die sogar
auf die Richtung, auf die Neigung des Stiftes reagieren. Also Photoshop geht auch uneingeschränkt. Vollkommene Unterstützung, sogar mit einem komfortablen Einstellungsdialog, bietet das Sony Photo Studio X, eine viel zu wenig beachtete Bildbearbeitungsanwendung. Den Link zu einer Testversion findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir haben hier die Zeichenwerkzeuge, können neben den üblichen Einstellungen für die Größe von Pinseln auch den Stiftdruck konfigurieren, Durchmesser, Deckkraft, Dichte, Weichzeichnen und den Abstand, alles Mögliche lässt sich dabei kombinieren, mehr sogar als bei Photoshop. Ähnliches gilt auch für Affinity Photo, On One Photo Raw 2024 und die kostenlosen Programme Darktable, GIMP und Paint.net. Schauen wir in Paint.net kurz rein und sehen uns an, wie das dort funktioniert. Geht also ganz genauso. Paint.net ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Windows-internen Programmchen Paint. Paint.net ist eine Drittherstelleranwendung, die kostenlos installiert werden kann. Bei DxO PhotoLab, Lightroom Classic und Luminar Neo hingegen funktionieren nur die Pinselstriche, nicht aber die Stiftdruckerkennung. Zumindest habe ich es nicht geschafft. Wir machen in diesen Fällen nichts anderes als auch zuvor mit der Maus. Ich wähle mal hier einen Standardpinsel aus. Wir stellen die Größe, den Konturverlauf, den Fluss und die Deckkraft des Pinselstrichs in der Software ein. Das dann folgende Zeichnen, Pinseln, Maskieren oder Auswählen geht mit dem Tablet deutlicher, einfacher, schneller und präziser als mit der Maus. Wer schon mal versucht hat, seine eigene Unterschrift oder auch einen anderen Text handschriftlich mit der Maus zu produzieren, der weiß, wovon ich spreche. Sofern eure Bildbearbeitungsanwendung für das Ändern von Strichbreite, Fluss oder Deckung einen Tastaturshortcut anbietet, ist es eigentlich ein Kinderspiel, mit der Zeichenhand den Stift zu führen und mit der anderen Hand Breite und Deckung über die Fernbedienung zu verändern. Die entsprechenden Tastenkombinationen können wir für jede Anwendung getrennt in der Treibersoftware einstellen. Pinsel Minus, Pinsel Plus, Weiche Kante Minus, Weiche Kante Plus und so weiter. Funktioniert allerdings nicht bei jeder Bildbearbeitungsanwendung. Sehen wir uns das gerade mal anhand dieses Beispiels in On One Photo Raw 2024 an. Ich vergrößere jetzt den Pinsel über die XP-Pen Fernbedienung, stufenlos, oder verkleinere ihn mit der linken Hand, während ich mit der rechten Hand arbeiten kann. Oder wir vergrößern den weichen Rand oder verkleinern ihn. In On One Photo Raw müssen wir das eigentlich gar nicht machen, war nur ein Beispiel. Denn in dieser Anwendung funktioniert der Stiftdruck einwandfrei. Solltet ihr mit DxO PhotoLab arbeiten, vergesst es. Die Tastaturkürzel sind dort fest vorgegeben und erfordern für Größen und Randverstellung des Pinsels das Scrollrad der Maus. Und mit dem Stift-Tablet lässt es sich nun mal nicht scrollen. Mein Fazit. In kurzen Worten. Ein ausgereiftes Produkt in guter Verarbeitung mit neuester Technik, dessen Stiftdruck jedoch von einigen Fotobearbeitungsprogrammen nicht unterstützt wird. Manche unterstützen jedoch überhaupt keine Tablets, zum Beispiel Luminar Neo und auch DxO PhotoLab.
Dieses Manko wird jedoch durch die programmierbare Fernbedienung zumindest teilweise weggemacht. Wenn das entsprechende Programm Tastaturkürzel zur Steuerung von Pinseleigenschaften bietet. Der im Vergleich zu Wacom-Tablets sehr günstige Preis wird für viele Zeichner und Fotografen das entscheidende Kaufargument sein. Mir jedenfalls macht die Arbeit mit diesem großen Tablet Spaß. Auf dieser großen Zeichenfläche lässt es sich wesentlich präziser arbeiten als auf einer kleinen. Für ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum wird es nicht mehr reichen. Dafür ist die Zeit zu knapp. Die Nachfrage speziell nach dem Deco Pro der Generation 2 ist so hoch, dass mit einer etwas längeren Lieferzeit gerechnet werden muss als bei den etwas älteren Geräten der Generation 1. Trotzdem hoffe ich, ich konnte euch genügend Informationen bieten und Tipps geben, die euch die Entscheidung erleichtert. Zwischen brauchen wir nicht und haben wollen. Hat euch dieses Video gefallen, schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Um es nicht zu verpassen, abonniert meinen Kanal. Ach ja, Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr es doch noch. Bis dahin wünsche ich euch eine friedvolle Adventszeit. Ciao.